Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freund des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem etwas besonderen Set. Ein Set, was mir am Herz liegt, denn ich gebe es ja zu, ich bin ein The Walking Dead Fanboy. Und es gab da ja einige Sets von McFarlane. Wir haben uns auf dem Kanal ja zum Beispiel auch schon mal Daryl mit seinem Chopper angeschaut. Und ich habe mal wieder zugeschlagen. Und zwar hier beim Boiler Room. Warum ich dieses Set auf jeden Fall haben wollte? Ja, wie gesagt, The Walking Dead Fanboy Rick ist als Figur dabei. Aber ich finde die Sets auch an sich super, super interessant, denn das hat sehr, sehr wenig mit Klemmbausteinen zu tun, wie wir sie kennen. Die Technik ist dieselbe, aber die Steine sind super detailliert und die Sets sind auch wirklich teuer, besonders in Deutschland, wo die Verfügbarkeit von McFarlane nicht gerade der Wahnsinn war. Hier beim Boiler Room haben wir 176 Steine und es hat die Setnummer 14558. Ich mag die Gestaltung von dem Set sehr. Ich finde, hier hat man sich Mühe gegeben mit der Lizenz, die man hier erworben hatte. Das sieht man ja auch schon allein an den wirklich besonderen Steinen. Und auf der Rückseite sehen wir noch ein paar Detailaufnahmen von dieser wirklich coolen Szene, die hier dargestellt wird. Ihr seht ja sicherlich auch auf den Bildern, wie echt das alles wirkt, dafür, dass wir hier über Klemmbausteine reden. Es gab natürlich auch noch sehr, sehr viele andere Sets, die ich mir mit der Zeit holen möchte. Da haben wir zum Beispiel den Wohnwagen von Dale. Wir haben den Prison Catwalk. Wir haben die Upper Prison Cell und die Lower Prison Cell. Wir haben das Gefängnistor mit Wachturm. Und wir haben einen Militärtruck von Woodbury unter anderem. Und wie gesagt, da kommt der Fanboy durch. Diese Sets muss ich auf jeden Fall noch haben. Dieses Set hier habe ich für 15 Euro bekommen. Richtig, richtig gut meiner Meinung nach. Und es ist neu. Sonst muss man für das Set schon einiges mehr hinblättern. Und hier wird es keine generelle Kaufempfehlung geben. Denn dafür ist dieses Set natürlich auch viel zu speziell. Aber auch so ein Set für Liebhaber möchte ich natürlich mit euch zusammen anschauen. Besonders, weil das ja genau mein Thema ist, als jemand, der The Walking Dead wirklich sehr, sehr gerne geschaut hat. Und für die Leute, die was mit The Walking Dead anfangen können, Rick ist natürlich gerade, vielleicht nicht in der Mutterserie, aber in einer anderen Serie wieder Thema. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf und schauen uns zusammen die Anleitung und die Steinetüten an. Die Siegel sind gebrochen und der Sammlerwert schwindet dahin. Aber mir geht es eben auch nicht um den Sammlerwert, sondern mir geht es um den Spaß, den man mit so einem Set haben kann. Und ich hoffe, wir werden mit diesem Set auch sehr viel Spaß haben. Die Anleitung hat auf jeden Fall eine ordentliche Qualität. Sie ist klammergebunden. Auf der ersten Seite sieht man nochmal, wie man die Figuren zusammenbauen muss. Und auf den nächsten Seiten beginnt auch schon der Bau. Es wird nichts ausgegraut, was schon gebaut wurde, sondern alles wird weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und neue Steine werden durch rote Pfeile symbolisiert. Ich mag auch diesen gewollt etwas heruntergekommenen Look sehr, sehr gut. Und insgesamt haben wir 59 Bauschritte, bis der Boiler Room fertig ist und die Figuren zusammengebaut sind. Und hier habe ich auch nochmal die Teileliste für euch. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr wie immer gerne das Video anhalten. Auch wenn die Teile hier natürlich mit den normalen Klemmbausteinen, die wir sonst verbauen, wenig zu tun haben. Aber das muss man ganz klar sagen, sie sind kompatibel und damit lassen sich bestimmte Mocks natürlich nochmal richtig aufwerten. Obwohl ich mir auch schon bei dem letzten Set dann die Frage gestellt habe, sind die Steine für ein normales Klemmbaustein-Mock nicht schon zu realistisch. Und hier seht ihr auch schon die Steinetüten. Natürlich direkt auf den ersten Blick wird klar, das hier hat kaum etwas mit den Steinen zu tun, die wir sonst kennen. Ich liebe ja diesen Detailgrad. Und ich bin mir sicher, das Set wird wieder hervorragend aussehen. Dementsprechend fange ich jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns dann gleich nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach dem 25. Bauschritt wieder. Schaut euch einfach mal den Detailgrad der Steine an. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich von McFarlane so ein The Walking Dead Set baue. Das ist echt der Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil das nicht nur einfach Drucke sind, sondern das ist wirklich in die Form eingearbeitet. Wir haben hier Erhebungen und es sieht einfach so, so, so gut aus. Und erklärt natürlich gewissermaßen auch den damals, auch für die Steineanzahl, natürlich hohen Preis. Aber das ist ja erwartbar bei solchen Steinen. Das ist echt der Wahnsinn. Vom Baugefühl sind die Steine eigentlich fast nicht zu bewerten. Denn sie sind vom Baugefühl wirklich nicht gut. Sie sind sehr, sehr hart und fest ineinander zu verbauen. Und das Baugefühl hat generell einfach wie die Steine an sich fast nichts mit normalen Klemmbausteinen zu tun.
Also dieses Set kommt nicht über seine super tolle Konstruktion oder ein Baugefühl, was super toll ist, sondern über die Optik. Das sieht man auch in der Anleitung, denn die Anleitung ist meiner Meinung nach leider wirklich nicht gut ausgearbeitet. Denn welcher Stein genutzt werden soll und vor allen Dingen welcher Farbton ist in der Anleitung kaum zu erkennen. Ich meine, wir haben hier letztendlich Grau und Grau. Und verbaut werden diese Steine in Marmoroptik auf diese dunkelgraue, ja fast schon schwarze Plate. Also so viel Mühe, wie sie sich hier gegeben haben, um echt tolle und auch einzigartige Steine zu designen, man muss ja auch beachten, selbst bei diesen Fliesen hier ist immer wieder ein anderer Übergang, eine andere Farbgebung und die Risse sind anders, das sind alles einzelne Molds. So viel Mühe, wie sie sich dort gegeben haben, haben sie sich leider so wenig Mühe in der Anleitung und der Darstellung gegeben. Das ist alles bei einem Set in dieser Größenordnung noch zu verzeihen. Es sind ja nur 176 Teile, aber bei einem größeren Set würde so etwas auf jeden Fall schief gehen. Ich lasse mir meine Freude aber nicht nehmen und dementsprechend baue ich jetzt weiter. Und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und damit ist der Boilerraum von Fairlane auch schon fertig. Man kann dieses Set nicht mit normalen Klemmbaustein-Sets vergleichen. Wenn wir das machen würden, dann wäre das Set absolut unten durch und richtig, richtig schlecht. Aber wir müssen hier mit anderen Maßstäben rangehen. Denn wie gesagt, die Teileverbaubarkeit und das Baugefühl sind wirklich unterirdisch. Das muss man leider sagen, das macht nicht wirklich Spaß, die Steinchen zusammenzustecken. Und tut an manchen Stellen sogar schon etwas in den Fingern weh. Das ist aber natürlich der Machart geschuldet und ohne diese Machart hätten wir nicht diese richtig, richtig coole Optik. Das ändert aber nichts daran, dass die Anleitung hier wirklich scheußlich war, um verschiedene Steine zu erkennen, verschiedene Farben zu erkennen. Also ich habe hier öfter Sachen zurückbauen müssen, damit ich dann die richtige Farbe habe. Denn es ist einfach ein Armutszeugnis, wenn man einen braunen Stein in der Anleitung grau darstellt und einen grauen Stein in der Anleitung braun und man verschiedene Formen teilweise gar nicht unterscheiden kann, obwohl es eindeutig ist, wie bei diesen Rädern hier und die sehen in der Anleitung leider fast genau gleich aus. Und das kann man nicht durch die besondere Optik erklären, sondern da ist leider in der Anleitung geschlammt worden. Das ist natürlich sehr schade, aber das Allerwichtigste bei diesem Set und bei dieser Machart, dieser hyperrealistischen Machart von Klemmbaustein, nicht das ausschlaggebende Element, sondern es ist am Ende das Aussehen. Das hier ist wie eine Mischung zwischen Klemmbausteinbau und Modellbau. Denn vom Detailgrad gehen wir hier Richtung Modellbau in Form von Klemmbaustein. Und das ist jedes Mal wieder faszinierend, wenn ich so ein Set baue. Und auch wenn der Bau durch die Fehler, die ich angesprochen habe, keinen Spaß macht, ist das Endresultat natürlich wunderschön und am Ende auch überzeugend. Deshalb ist es aber eben genauso, wie ich es schon vorneweg gesagt habe. Diese Sets haben tolle Details und sehen gut aus, sind aber natürlich vom Klemmbaustein-Bauspaßfaktor nicht unbedingt toll. Diese Sets sehen super aus und sind etwas für Fans der Serie. Für Klemmbaustein-Fans, die nichts mit The Walking Dead am Hut haben, sind diese Sets aber leider nichts. Denn wirklichen Bauspaß muss man bei diesen Sets leider lange suchen. Und auch wenn die Steine richtig, richtig cool aussehen, ist es nicht unbedingt etwas zum Ausschlachten oder massentauglich, denn es gibt vom Realitätsgrad eben fast nichts Vergleichbares. Ein Fan hat damit seinen Spaß und stellt es sich als Deko-Set hin und andere Leute kommen vielleicht vorbei und man kann sagen, das ist aus Klemmbaustein und die Leute glauben es gar nicht so wirklich. Und das ist das Ziel von diesem Set, das es auch sehr, sehr gut erreicht. Und für mich persönlich als Fan der Serie kann das dann die Fehler, die während des Baus sind und den wirklich nicht spaßigen Bau wieder wettmachen. Für Klemmbaustein-Fans ohne Bezug zur Serie eben nicht. Deshalb kann ich hier keine Kaufempfehlung geben, auch wenn diese Sets natürlich ihre Liebhaber finden. Bei mir wird dieses Set auf jeden Fall lange, lange Zeit mein Klemmbausteinzimmer schöner machen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt immer gerne mal eure Meinungen und eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.